Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, was wir von einem Ramob aus Mechagon bekommen. Und zwar heißt das Urteil von Mechagon. Wo bekommen wir das her? Und zwar, wir müssen einmal in die Zeitverschiebung von Mechagon und dann auf die Koordinaten 57, 58. Und dort müssen wir einen Ramob umhauen, und zwar den Rostigen Prinzen. Der ist relativ selten, weil der nur da ist, wenn ihr euch quasi hierher portet ohne das Chromi-Teil. Heißt, wenn Chromi dort ist und die World Quest gibt, die beziehungsweise die Daily gibt, die euch nach in das verschobene Mechagon bringen, dann ist der Rostige Prinz immer nicht da. Ihr könnt euch quasi hier nur herbegeben, wenn ihr diesen persönlichen Zeitverschieber habt und den einsetzt, wenn Chromi nicht ab ist mit den, ja, mit der Daily. Ich habe das gerade gemacht, habe mich herbegeben, umgehauen und direkt das Toy bekommen. Wo bekommt ihr jetzt diesen persönlichen Zeitverschieber her? Und zwar, wenn ihr in der Zeitverschiebung hier diese Aufziehgiganten umhaut, dann droppen die den Plan und ihr könnt quasi bei eurem Pascal den lernen und dementsprechend das Ding herstellen. Mehr ist es eigentlich nicht, heißt, ihr müsst einmal hier mit Chromi herkommen, Typen umhauen, Plan holen und dann, wenn Chromi nicht da ist, euch mit dem Item herporten und dann den rostigen Prinzen quasi farmen, bis ihr das Toy habt. Einmal am Tag könnt ihr ihn looten. Und ja, dann habt ihr quasi dieses schicke Item. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal noch an, was es genau macht. Gehen wir hier mal raus und zeigen uns mal alle an. Und zwar Mechagon. Da haben wir das Urteil von Mechagon. Und wenn wir es einsetzen, dann erschaffen wir ein Hologramm von König Mechagon. Und hier seht ihr das. Sieht ganz schick aus. Ihr seht, er ist hier noch ein paar Texte am Drücken uns. Gut, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Mehr ist es nicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.